du kriegst noch mehr Höhle. Wie viel Höhle kannst du geben? Ich werde das. Ich habe mehr Gold gefunden. Okay. Ja, Mist, ich muss ja das Innere der Höhle auch noch ausbauen. Ja, ich muss ihn auch noch. Erinnerst du dich noch daran, dass ich heute eigentlich nur... Der hat da schon Holz reingebaut. Ist ich wollte interessant. Eigentlich in die Mine gehen und jetzt baue ich gerade eine Höhle aus. Also die gelben Blocks sind das jetzt. Eins kommt zum anderen. Oh, hier bin ich. Grüner Beton. Ach, erzähl mir doch nicht. Das ist jetzt... Okay, das ist bei ihm ziemlich grün. Ja, er hat wahrscheinlich ziemlich gelb. Ja, also der grüne Beton ist bei ihm ziemlich gelb. Bei mir wird es halt ein bisschen grüner. Ich muss da noch eine Höhle rausbuddeln. Ich muss mir in den Berg mal reingraben. Ich habe gerade einen Zombie dazu gebracht, ein Skelett umzubringen. Juhu. Sind aber Blöcke, die er da pflanzt, oder? Ja. Drei Blöcke oben. Wenn er was pflanzt, sind es in der Regel Pflanzen. Okay, das funktioniert so nicht. Es ist auf keinen Fall das, was er da gerade hinbaut. Weil der Beton, der fällt runter wie Sand. Bei ihm hängt es oben an der Decke und bleibt es an der Decke kleben. Hast du den Beton auch aushärten lassen? Nö. Wie härtet man den aus? Ich glaube, es war... ich weiß es nicht. In den Ofen stecken oder was? Kann sein. Mein Gott, diese Schlucht ist eine bessere Monsterfalle als alles andere. Also so bleibt da oben auf keinen Fall kleben. Das ist... Soll ich den mal in den Ofen stecken und mal versuchen, was passiert? Schaden kannst du nicht, im Zweifel kriegst du Kohle raus. Na, das wäre schon schade, weil dann... Wenn ich kannst halt, du doch jederzeit wieder machen, du hast doch genug Farbstoff und Sand und alles. Nee, irgendwie nicht. Dann bist du wieder eine Wüste. Wir haben einen Strand unten. Okay, ich habe noch 7 Trockenbeton, aber... Ja. Ach ja, du... Hast du vorher in Wasser geworfen? Oder benutzt du Trockenbeton? Trockenbeton ist das. Dann benutzt ihn bitte. Dann wirfst bitte vorher erstmal in Wasser. Okay. Ich habe hier ein Wasserbecken. Wenn Werfen nichts bringt, dann platzierst du im Wasser. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Herr Prof hat das letzte Mal erwähnt, wie es geht. Okay, aufgesammelt. Grüner Trockenbeton bringt nichts. Okay, also platzieren. Platzier's mal. Ich habe hier doch mein Angelbecken. Das sieht gut aus. Und hat das Wasser aufgesogen. Jo, da hast du jetzt Beton. Grüner Beton. Sieht auch anders aus. Ja, jetzt ist mein Wasserbecken alle. Na toll. Ein Mordis Brunnen. Du benutzt nicht meinen Brunnen, der war sau aufwendig zu bauen. Ja, mach ich auch nicht. War ein Scherz. Wir haben einen Sumpf. Ich saug den Sumpf leer. Wenn da gleich eine Trockenstelle ist. Wenn da gleich eine Trockenstelle ist, dann weißt du, was passiert ist. Ja. Da finde ich unendlich Wasserquellen eigentlich. So viel Redstone. Okay, 2. Und der hält dann an der Decke oder was? Der Beton. Das wird ein normaler Block sein. Der Trockenbeton, der regnet herab.
Okay, wenn ich hier auf der Seite. Ist klar, das da. Macht ja Sinn, das ist ja logisch. Wenn du Beton machen willst, dass den erstmal in, Sand, in Wasser tust, dass dann der Trockenbeton natürlich dann erstmal. Boah, die Hülle, hier könnte was richtig Geilem ausgebaut werden. Okay, jetzt habe ich neuen Beton. Was sind denn das hier eigentlich für Dirtstufen, die du da hast? Und zwei Türme aus Dirt, die dort am Waldesrand stehen. Achso, ich musste den Dschungelbaum abbauen. Aha, okay. Lass den Dirt stehen lassen. Ja klar. Sieht aber nicht hübsch aus. Na und? Ist doch mir scheißegal. Wenn es dich stört, dann bau ab. Sag mal, es regnet doch die ganze Zeit. Warum hätte ich denn... Es geht in Minecraft nicht, oder? Dass ich da einfach... Juhu, der Beton klebt an der Decke. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das geht oder nicht. Ich hab's nicht ausprobiert. Es geht. Ich hab noch nie Beton benutzt, außer ich hab's gerade ausprobiert. Es geht. Ja, cool. Aber es sieht nicht so hübsch gelb aus wie... im Tutorial-Video. Ja, dann ist das halt so. Der hat da wohl eine andere Mod für genug benutzt. Der wird halt ein anderes Texture-Pack drin haben. Solltest du übrigens auch mal machen. Och, wieso das? Gibt ein paar sehr schöne. Das, was ich hier habe, gefällt mir zum Beispiel. Mach's, Vanilla. Sicher willst du kein Lego haben? Nee. Ja, sicher, dass ich das nicht will. Okay. Habe ich noch eine Treppe irgendwo? Ich habe zu wenig Holztreppen. Muss mir noch eine Fichtenholztreppe machen. Jetzt auf der Ebene. Ich habe hier gerade Gesang in der Playlist. Vermutlich japanischer. Klingt ziemlich japanisch. Ja, wird wahrscheinlich. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist irgendwas aus dem Nier-Soundtrack oder aus Nier. Ich werde es nicht nachschauen. Wie macht man nochmal? Die Playlist ist relativ gut, es müsste eigentlich Nier sein. Was ich übrigens auch noch spielen muss. Bei mir sagt's nichts. Dann ist nichts von Nintendo. Scheiße, verdammt doch mal. Muss nichts heißen, muss nichts heißen. Ich kenne auch einiges von Nintendo nicht. Bring mich hoch. Ich habe die Höhle überlebt. Applaus. Und jetzt wollte ich eigentlich auch noch Beton machen. Oh, und dann kommt die Tür rein. Oh, übrigens, ich habe 7 Eisen, falls du brauchst. Gerade nicht. Na, dann mache ich mir meine Eisenbrust. Das klingt aber nach Nintendo. Nintendo erkennt man. Für meins Nintendo Kitty. Was in der heutigen Zeit wahrscheinlich zu vergleichen ist mit als alter Mann. Nee, die Tür ist falsch. Die Tür ist innen ran. Wow! Ich wurde gerade vor meiner Tür von einer Spinne umgebracht. Ist auch schon passiert. Ja. Das hätte halt keine bessere Position sein können. Ganze Mine überlebt, Monster geschlachtet, alles ausgeleuchtet und Spawn verhindert und so weiter. Ich wurde schon in meinem... Spinne auf meinem Dach. Ich wurde schon in meinem Haus von der Spinne ermordet. Da hast du nicht gut ausgeleuchtet. Nee, da hat Prof mich eingesetzt. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich. Als du unbedingt da angeln wolltest. Hm. So, Tür ist drin. Sehr schön. So, Glas muss ran. Jetzt vorsichtig mit dem Glas, dass ich es nicht verkacke. Ich wollte Eisen machen und dafür wollte ich was benutzen. Ich wollte eigentlich die Türen dafür missbrauchen. Oh, ich habe Holzkohle. Nice. Okay. Übrigens, falls du so 30 Eisen oder so brauchst, ich hab. Ja, lege meine Truhen.
Nee, ich pack das alles schön bei mir rein. In diesen winzig kleinen okay. Vorratsschrank hier. Und wie du meinst, so Glasscheiben erfolgreich gesetzt. Nice. Oh, jetzt ist halt die Frage. Warum sind meine Eisenhosen wieder aus? Sandstein. Da muss jetzt der Sandstein hin. Oh, da ist ein Zombie. Vorsichtig, nicht der Sand, nicht das Glas abbauen. Sand und Glas ist doch praktisch dasselbe. Ja, Sand ist auch nicht so schwer wieder zu bekommen. Ich gehe jetzt auf die Suche nach Clay und dann gucke ich mir mal Beton an. Oh, hier ist Schleim! Na dann. Hallo, Schleim. Wo ist hier? Den hole ich mir sowas von. Ich bin bewaffnet mit einem Pfeil. Also, Schleim dürfte keine Chance haben gegen mich. Ach so, Sand gehört da oben hin oder was? Sandstein, wenn es gelb ist. Ja, Sand und Sandstein, wenn ich das richtig deute. Und kann auch bei alles Sandstein sein. Das ist unsicher. Sandstone, ja. Oh nein, sehr viele kleine Schleims sind da. Schleimball, Schleimball, Schleimball. Schleimball, Schleimball, Schleimball. Nice, ich hab fast einen Schleimblock. Okay. Da ist der andere Kollege. Im Wasser sind Schleime super easy zu besiegen. Kannst du einen Trampolin, kannst du den Trampolinboden erstellen? Wie ich es schon versucht habe bei mir. Oh ja, vielleicht. Ich habe nur einen Block drin. Du brauchst ziemlich viel. Du brauchst ziemlich viel Schleim für einen Schleimblock. Ja, ich wollte eigentlich nach Ton suchen, aber ich glaube, das mache ich lieber am Tag. Wollen wir schlafen gehen? Nee, ist eh gleich Tag. Von mir aus. Mein Bett steht oben. So hübsch. Fenster sind drin. Damit ist auch mein Sandstein alle. Schleimbälle, kann man die eigentlich, kann man damit irgendwas machen, außer, ja, man konnte auch Pistons damit machen. Oder eine Leine natürlich, das ging auch. Oh, ich will den Haken. Okay, du willst noch mehr Sandstein hinbauen? Ah, ich könnte mir eine Armbrust machen. Hey. Ich könnte den Bogen machen! Woll, was brauche ich alles? Ach so, das oben ist Sand. Okay, dann. Dann verstehe ich, wie das. Wie das muss. Kann man Sandsteine einfach abbauen, oder? Ich könnte mir. Ja, wenn du welche hast. Also, ich bin jetzt theoretisch fähig zu Fernkampf. Sehr schön. So, wie sieht das Eisen aus? 10 Stück. Okay, dann nehmen die Dinger noch. Boah, der Blaster ist, der ballert echt gut. Sollten uns demnächst echt mal einen Zaubertisch besorgen. Ja. Obsidian haben wir ja theoretisch unendlich viel.
16 Eisen, 17 eine Anleitung, Eisen. Eine Anleitung für meinen. Für meine Hobbitshöhle steht ja auch ein Zaubertisch drin. Ja, ich brauche halt einen, weil ich jetzt Bogen habe, aber keine Unendlichkeit drauf. Also ist ja kein Muss, aber wenn man einen hat, kann man ihn auch einstellen. Ja, du, ich habe auch schon den Platz fürs Nether-Portal gebaut. Ich brauche noch kein Portal und ich bräuchte dann ein Haus, wo ich mein Bett hinsetze. Ja, sonst wahrscheinlich von Schweinemännern angegriffen werden. Sonne geht auf, hey. Nein, Zombie, nein. Den Rest glaube ich mit Sand, ja. So. Die Sonne erscheint. Sonnenaufgang ist sehr schön. Ja, den gucke ich gerade leider nicht. Ich muss ja bauen. Und das war mein Pfeil, den ich versehentlich verschossen habe. Ups. Ich glaube, da sollte lieber Sand. Steine? Nee. Und es geht auch mit Sand. Zombie? Yeah. Zielübungen erzielt. Ja. Weil ich einen Zombie erwischt habe mit dem Pfeil. Na toll. Was ist eigentlich mit Zombies falsch? Ich mache ihm die Tür auf und er geht zur geschlossenen Tür direkt daneben. Die sind ja dumm, die Zombies. Der war so dumm? Haben halt kein Hirn, das ist halt. Ist halt klar. Also gut, ab in die Mine. Sticks habe ich, genug Eisen habe ich auch noch unten. Naja, geht so. Kann man das Zeug akzeptieren? Eine Angel wollte ich mir machen. Aha. Das war's. So. Oh, ich hab so. Die Obertöne von außen ist fertig, wenn ich das richtig sehe. Nö, da kommt noch was hin. Ach so. Ein paar Falltüren hier noch. Eisenhosen habe ich schon. Okay. Eisenschuhe. Eisenbrust. Ein ganz praktischer Effekt. Eisenschuhe. Dachte ich mir. Eisenschwert. Und Eisenspitzhacke. Hübsch. Ein kleiner Eingang. So, ich hab damit eine volle Eisenhose. Sondern nicht vorne in der Höhle. Jetzt müssen wir den Berg noch anpassen. Scheiße, ich hab den Helm vergessen. Ich hab zweimal Schuhe. Ich leg dir mal eben Eisenschuhe in die Kiste. Ein Barrel ist ein Fass, oder? Ja. Vier Fässer. Du hast keinen Platz mehr in deinen Kisten. Da musst du eine neue Kiste machen. Ich will jetzt keine Kiste hin. Dann lass es. Ich leg dir die Eisenschuhe ins Fass oben bei mir. Wie du meinst. Du erkennst, sie sind das Einzige, was kein Gemüse ist. Was? Eisenschuhe sind kein Gemüse? Mann. Nein, das sind Eisentabletten. So ein Mist. So, und ich habe immer gedacht. Und ich dachte immer, Modi. Oh, ich habe hier noch 13 Eisen, hey. So, jetzt verschwenden wir den Schleifstein. Hier kommt der Schleifstein hin, wo wir ewig für gesucht haben. Einfach als Deko irgendwo, ne? In einer Ecke. Ich bin mir nicht sicher, was der soll. Der wird wahrscheinlich da sein, damit du einen Schleifstein hast. Steht da draußen an. Der steht in der Nähe eines Fasses. Ich weiß nicht, von woher der Song ist, der gerade läuft. Ich kenne den aus irgendeinem Spiel. Dann ist es Zelda. Nee. Das ist Pokémon Y.
Ah. Ich wollte gerade sagen, du kennst noch andere Spieler. Oh, X und Y. Pokémon und Zelda. Tatsache. Und auch noch der Teil, wusste ich doch, dass ich das kenne. Magst. Was, den ich nicht, was, den ich nicht mag? Oh, ich hab ihn gemocht, Pokémon X und Y. War nicht schlecht. Du mochtest ihn aber nicht genug, um das Projekt weiterzuspielen. Doch, ich hab's doch schon mal gespielt. Es ist halt 2000, ja, war mein allererstes Let's Play 2016. Dein erstes auch noch? Mein erstes Let's Play überhaupt auf YouTube. Ich weiß nicht mehr, was mein erstes war. Okay, wiederum wollen wir es denn jetzt haben? Irgendwas soll daraus werden. Sehr schön. Die Ebene ist beleuchtet. Wie lange das gedauert hat, den zu bekommen? Ich hab Diamanten gefunden! Na dann, bring mit. Ich nehme erst meinen Redstone mit, weil dafür bin ich eigentlich hier runter. Diamanten. Diamanten gefunden. Gibt's das? Leider kein Glück auf der Spitzhacke, aber das ist ja egal. Wir brauchen jetzt erstmal eine. Aber nicht mit einer Steinspitzhacke abbauen. Nee, Holz, oder? Und es ist genug für eine Spitzhacke. Wir haben Enchantment Table. Es sind Spitzhacke, Diamantenspitzhacke. Hurra. Ja. Jetzt darf ich nur nicht verkacken. Und er verkackt. Oh, verdammt. Ich habe sie gerade abgebaut und bin in der Lava gestorben. Eine Kiste. Hey, sind okay. Genau drei und wir brauchen genau drei für eine Spitzhacke. Eins. Ich habe jetzt eine Kiste. Man hat den Fortschritt Diamanten gemacht. Aber wir brauchen drei Spitzhacken. Okay, ich habe jetzt. Diamanten. Ich habe vier Diamanten anzubieten. Das ich habe jetzt. Ich habe jetzt hier zwei Fässer neben einem Schleifstein und da drauf ist eine Truhe. Okay. Bitte was? Der Sinn dahinter ist, was nochmal? Kann man viel Zeug drin lagern. Nein. Ah, hier kommt noch ein Fass drauf. Hier haben wir noch ein Fass. Kann ich viel Zeug drauf lagern. Okay, folgendes Problem. Ich habe Diamanten im Inventar. Ich habe drei Herzen und ein Skelett, das auf mich schießt. Kann man viel Zeug lagern hier. Das ist der Sinn davon. Regenerieren. Und ich habe kein Schild dabei. Dafür muss ich aber einen Aufzug benutzen, den ich nur bedingt kontrollieren kann. Interessant. Soll ich es tun oder soll ich es lassen? Und wenn ich sterbe im Aufzug, werden die Diamanten mit 50%iger Wahrscheinlichkeit in der Lava sterben. Lass es. Ich schwimme nach oben. Und zwar ganz nach oben. Okay. Okay, ich hab's überlebt. Was dieses Konstrukt sein soll, weiß ich nicht, aber... Wir sind draußen aus der Gefahrenzone und ich baue jetzt eine Diamantspitzhacke. Wofür wollte ich nochmal Redstone haben? Vergessen, wofür ich den Redstone wollte. Jukebox? Nein. Dafür kann ich den einen Diamanten benutzen. Der Sinn und Zweck davon erschließt sich mir auch nicht ganz, aber ich kann viel daran lagern. Und es sieht hübsch aus. Jede Menge Zeug habe ich jetzt hier. Ja, ich habe wirklich vergessen, was ich machen wollte. Ich habe jetzt hier eins, zwei. So, nehmen wir erstmal die Sticks mit. Drei. Und vier. Ja, ich habe jetzt Spitzhacke. Ich habe jetzt hier vier Fässer und eine Truhe neben dem Steifstein. Also wenn du was lagern willst, ich habe Platz. Nice. Wollte ich den Redstone haben? Das ist mein Platz. So. Dann als erstes, was ich dringend brauche, ist ein Schild. Schild, okay, Schild, jetzt Schild, passiert Schild. Da. Ach ja, ein Kompass wollte ich. Leaves. Ja, das ist jetzt. Schild wollte ich haben. Schild brauche ich dringend. Danke. Ob das jetzt so muss. Eimer brauche ich dringend. Was hat der Tutorialersteller da jetzt vor? Oh,
und aus dem Rest mache ich Kompasse für den Fall, ja, dass... Ja, die Umweltgestaltung machen wir dann nachher noch. Gut, ich glaube, ich gehe erstmal hoch und lager meinen Scheiß. Du, jetzt das Unwichtigste. Okay, der pflanzt dann Blumen und so. Mhm. Blumenpflanzen machen wir nachher, das, den Berg verschönern. Das ist erstmal das Wichtigste. Hübsche Blumen habe ich auch mitgebracht, die müssen noch in meiner... Ja, ich bringe erstmal meinen ganzen Scheiß wieder zurück. Oben kommt hier rein. Das Zeug brauche ich, das Zeug brauche ich. Das müsste jetzt der Schornstein sein, der gebaut wird. Okay. Was wichtig Oakwood. Ist, das hier... Das Eichenholz. Oakwood ist Eichenholz, oder? Hm? Ja. Steht auch nicht in der Anleitung drin. Sehr schön. Ja, das hast du aber. Ja, das habe ich überall. Okay, ich habe Wasser. Ich kann Obsidian machen. Ich hole uns Obsidian. Wir können uns jetzt in den Nether begeben, oder? Und Oakwood ist nicht Eichenstamm, sondern Eichenbrett, oder? Eichenholz. Ich würde sagen Stamm. Okay. Eichen haben wir aber überall stehen. Probier einfach beides aus. Nee, in Nether begeben wir uns jetzt noch nicht. Das ist... Wir könnten aber. Ich werde jetzt alles, was ich kann, an... Obsidian abbauen. Bis die Spitzhacke. Ich muss erstmal mein erstes Haus schaffen. Das wäre mal eine Idee. Nein. Das halte ich für ein Gerücht. Erstmal ein Haus und dann können wir später in Nether gucken. Am Nether ist gut, damit war vielleicht. Schleim! Aber wie ist Nether... der Schleim hier runtergekommen? Keine Ahnung, ist eine Höhle. Ich spawn nicht in Höhlen, normalerweise. Ich bin tot. Von Schleim erschlagen. What the fuck? Ich hoffe, die Diamantspitzhacke ist noch am Leben. Hoffe ich auch für dich. Und das Wasser abbauen, damit das nicht mehr in Lava führt. Solltest du vielleicht das Lava mal abdecken? Ja, das wollte ich doch, aber der Schleim hat mich aus dem Aufzug gekickt. Tja, GG. Was genau wollte ich jetzt hier? Achso, oben auf dem Deckel kommt da hier was drauf. Okay, Teilchenmannzeug ist hier. Ah, Diamantspitzhacke ist noch da. Okay. Auf den Berg kommt jetzt ein Schornstein drauf. Diamantspitzhacke ist noch da. Das Wichtige ist, dass das existiert. Rüstung, schön. Juhu. Okay. Spitzhacke ist noch da. Muss nur noch der Eimer überlebt haben. Alter! Wie? Wie kann... Ich weiß es nicht, was du da angestellt hast. Die Schleime hier sein! Die Schleime sollten nicht in Köln existieren! Ich wäre mit dem alten Schwert kein Problem mehr, aber... Okay, wenn hier die Mitte der Tür ist... Ich muss mir Essen mitnehmen, und zwar sehr viel. Drei. Genau da, wo die Kiste jetzt gerade ist. Kommt der Schornstein hin. Könnt ihr bitte schlafen gehen? Sofort. Vielleicht despawnen die Schleime, weil diese gerade echt eine extreme Gefahr. Ich liege im Bett. Ich muss einen Zombie töten. Du hast gesagt, wir wollen schlafen gehen. Ja, toll. Okay, dann nicht. Sag Bescheid, wenn du im Bett liegst. Wart halt einen Moment. So, ist mein ganzer Scheiß wieder da, mein Scheiß ist wieder da. Alter! Was ist denn das? So. Jetzt. Sekunde, jetzt bin ich hier gerade in der Werkbank.
Eine Sekunde. Wie kann es eigentlich sein, dass du bei dir jetzt gerade nicht von Monster angegriffen wirst? Ja, hier ist, also hier, ich bin gerade bei Profs Haus, da ist eigentlich alles ausgeleuchtet. Mein Haus steht direkt neben Profs Haus und neben der Farm von Bäumen. Sehr viele Fackeln hier in der Nähe. Sehr schön.